Weiter geht es mit Mario Star Road. Wir haben alle Welten bisher soweit abgeschlossen, außer Gloomy Garden, da fehlt uns noch der 100 Münzstern, den machen wir aber später. Denn ich habe mir vorgenommen, das richtige Übel an der Wurzel zu packen in diesem Part. Nämlich das erste von drei Bowser-Leveln zu schaffen. Hier gibt es nichts Besonderes, es gibt in jeder Bowser-Welt einen Secret Star und einen Boss, mehr oder weniger Boss. Ich werde es aber so machen, den Secret Star werde ich erst danach machen. Warum? Keine Ahnung. Ich mache es einfach mal so. Deutschland ist ein freies Land. Ich habe mein eigenes Recht, das durchzuziehen, wie ich will. Im Grundgesetz steht, mache deine Let's Plays, wie du es für richtig hältst. Oder so. Gut. So, so, zack. Dann eben hier rüber jumpen. Hier rüber. Zack. So. Und geht's, uns geht's sehr gut, wollte ich sagen. So. Komm hier eben einen Seitwärtssprung. Die Stage ist eigentlich nicht so sonderlich schwer, aber ich finde, das ist die von allen drei Bowser Stages die schwerste. Ihr werdet das, denke ich mal, noch sehen. Vielleicht stimmt ihr mir da auch nicht zu, aber ich bin mir da in meiner Rolle sehr sicher, dass ich es finde, dass die erste die schwerste ist. Aber das auch nicht wegen der Stage, sondern wegen dem Boss am Ende. Der Boss hat es in sich. Das werdet ihr sehen. Diese Maskenmänner sind eigentlich die bösesten, die sie schön vermeiden. Und hier ist der Boss. Bams! Aber nein, es ist nur ein Bild von Bowser. Was ist hier los? Bla, deine Mutter. Oh nein. Das heißt, wir müssen die fünf Pflanzen besiegen. Also, dieser Bossfight ist eigentlich vom Prinzip her sehr simpel zu verstehen. Wir müssen die vier Pflanzen, die vier Riesenpflanzen in den vier Riesenröhren töten. Ja, und ich werde die nach meiner Reihenfolge machen, denn das hier mache ich als zweites, weil ich finde, diese Pflanze hier ist die schwierigste. Erstens am weitesten abgelegen von allen anderen und zweitens böse. Wow. Wow, wow, okay, gut. Damit hätten wir die schwerste schon geschafft. Ich hoffe, ihr denkt euch jetzt nicht lame, macht ihr das schon wieder first try. Ja, wenn es doch so sein sollte, ich kann nichts dafür. Ich gebe euch vielleicht sogar was aus. Okay, das war gut. Hier, nie zu weit springen und am besten immer ein bisschen stehen bleiben. Und ich bin mir fast sicher, ich habe es geschafft, Leute. Bin ich mir fast sogar schon sicher. Du stirbst auch eben. Welche haben wir? Die drei haben wir. Ja, zwei fehlen noch. Okay, einer ist noch relativ böse und der andere ist kindisch. Der hier ist noch ein bisschen böse, wenn wir den geschafft haben. Dann ist der Boss weit besiegt. Und wir haben den Boss geschafft. Dann nehmen wir uns darauf. Wir haben ihn geschafft. Hier kommt noch ein... Ja, genau, ein Wind kommt jetzt hier noch, aber von dem lassen wir uns jetzt nicht beeindrucken. Am besten nicht springen, weil sonst wird es gefährlich, wenn man springt. Da kann man sehr leicht abgedrängt werden. Von dem Weg, den man gehen will und so weiter und so fort. Du bist tot! Wie geil ist das denn? Wir haben... Also das kann man echt nur Epic Win nennen jetzt. Aber ich gehe, glaube ich, lieber vorsichtig zurück, weil wenn ich jetzt noch sterbe, wo der Boss schon besiegt ist. Nein! Wow! Alter! Okay, mein Herz ist stehen geblieben für einen kurzen, aber schlimmen Moment. Ist mein fucking Herz stehen geblieben. Oh, geil. Jetzt ist es zwar plötzlich ein Schlüssel, wo es eben noch ein Stern war, aber egal. Alter. ich möchte Rappis fucking Gesicht sehen, wenn er das sieht. Nochmal hier. Rappis Kanal in der Beschreibung. Nicht vergessen. Oh, ich möchte dem sein fucking Gesicht sehen. Wenn er sieht, dass ich diese Kacke hier auf First Try gemacht habe. So, jetzt hier noch den Secret Star holen. Also nicht wundern. Ich bin nicht gerade verpeilt. Ich hole mir nur den Secret Star. Der ist nicht sonderbar schwer versteckt. Man muss halt nur mit dem Hechtsprung hier rüberspringen. Und dann eben diese kleine mehr oder weniger Challenge schaffen, auch wenn es keine wirkliche Challenge ist. Und das war gerade knapp. Böse. Da hätten wir ihn noch schon. War gar nicht schwer. Eben den 41. Stern geholt. Ja, Baby! Cool. Und gerade wenn man vom Teufel spricht, Rappi schreibt mich an. Jedenfalls haben wir jetzt die Bowser-Welt komplett abgeschlossen. Die erste zumindest. Und ich würde sagen, dann machen wir doch jetzt noch schleunigst Gloomy Garden 100 Münzen Mission.
Dafür würde ich sagen, nehmen wir uns einfach die erste. Das ist ja mehr oder weniger egal, welche man da nimmt. Ja, doch, kann man so sagen, dass es egal ist. Und du könntest bitte, ja, auf den Weg kommen, damit ich die 5 Münzen bekomme. So. Hier, Gloomy Garden ist ein bisschen schwieriger, die 100 Münzen Mission, weil man halt schnell sterben kann und dann wieder alles von vorne machen muss. Das ist dann halt auch dementsprechend sehr mies. Und da war nur eine Münze drin. Ich fasse es nicht. Freundliche Entwickler. Ehrlich, ihr seid so lieb. Wow, und ich renne einfach gegen die Wand. Hauptsache das. So. Es sollte eigentlich kein großes Problem sein, Gloomy Garden 100 Münzen. Ich habe es, wie schon erwähnt, einmal in der roten Münzenmission geschafft. Auch wenn es eigentlich ziemlich dumm ist, das in der roten Münzenmission zu machen. Denn da gibt es relativ wenig Münzen vergleichsweise. So, jetzt haben wir hier schon 22, das ist gut. Dann können wir eben weitergehen. Sagen, ich hole mir möglichst alle Münzen wirklich. Damit ich das auch möglichst schnell abgeschlossen habe, den Scheiß hier. Den Quatsch. Oh je, das ist ein übler Part von den Aufgaben, die wir erledigen. Okay. Das fand ich eigentlich sogar eher knapp. Du stirbst eben. Den Stern hier oben wollen wir uns nicht holen, der jetzt hier über uns ist. Nicht nochmal. So, eben hier runter. Ja, geil. Gut, hier passiert uns nichts. Da oben wäre noch ein One-Up. Kann ich jetzt aber eher weniger gebrauchen. Dich will ich haben. Dankeschön. Gut, ich lasse mich jetzt hier lieber einmal mit dem Donutkreis drehen. Soll ich es riskieren mit dem Buch? Ich glaube, ich riskiere es. Okay. Und ich bin tot. Krasse Kacke. Mama mia. Wisst ihr was? Ich habe eine bessere Idee. Ich werde das, was ich jetzt hier eben gesammelt habe, werde ich zum Schluss sammeln, weil das die einfachsten Münzen sind, die ich eben gesammelt habe. Genauso mache ich es. Es wird eine bessere Idee sein als das so knackig zu machen. Okay, das wird jetzt ein bisschen, ja, lange dauern, kann man sagen. Weil die 100-Münzen-Mission auch ein bisschen ziemlich böse ist. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so schnell zweimal sterben werde in dieser 100-Münzen-Mission. Sie ist zwar schwer, aber es geht eigentlich weg. Ich wollte gerade sagen, dass, ja, jetzt sind die 5 Münzen runtergefallen, toll. Hätte ich mir die 2 Tote auch sparen können. Hätte ich auch hier lang gehen können. Hallo? Ja, kannst du mal bitte. Danke, schon viel besser, würde ich sagen. So, die Kamera sollte sich bitte richtig drehen. Moment, dann mache ich das eben. Ja, so nun nicht, ne? Wenn ich es nicht einfach so mache. So. Und dann werde ich hier ein paar blaue Münzen versuchen zu holen. Scheiße. Voll vorbeigesprungen. Aber egal. Die blaue Münze kriegen wir noch. Wie viel hatten wir am Anfang? 33, ne? Okay. Dann haben wir immer quasi schon 59 Münzen jetzt. Könnte man so sagen, ja doch. So. Dann werde ich jetzt mal das hier alles noch einsammeln hier drumherum. Du wirst nicht sterben. Ja, ich denke mal nicht, dass ich die Gumbas hier alle töten muss. Ich denke mal, es geht hier relativ. So. Gut, und hier kriege ich noch ein paar Münzen in den Arsch gestopft. Heißt nicht, dass ich das schlimm finde, dass ich die in den Arsch geschoben bekomme. So, 50 haben wir schon. Das wäre an dieser Stelle auch ein One-Up außerdem. Oh, ich wollte schon sagen, jetzt trifft er mich irgendwie. So, hier gibt es viele Münzen. Hier kann man echt ausbeuten. Bei den Buhus, ja. Dich töte ich auch noch. Und gut, 63 Münzen ist doch eigentlich momentan noch ein guter Job. Wenn es hier dargeboten wird von diesem Spiel. Ich denke, ich habe schon genug Münzen, wenn ich jetzt zurückgehe. Ja, doch. Na, vorbei. Ich weiß nicht, ob es reicht.
weiß nicht, ob es wirklich 33 Münzen waren und so. Ich habe eine Idee, ich werde auf jeden Fall erstmal hier wieder hochklettern. Schmarrn. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Bitte. Zumindest ein bisschen. Junge! Gut. Dich können wir noch töten, aber mehr Münzen können wir dann hier auch nicht mehr abgreifen, glaube ich. Ich sehe es eh kommen, mir wird eine Münze fehlen oder so, wenn ich die jetzt alle sammle, die es hier noch gibt. Oh je. Na komm her. Komm her, du böses Monster. So. Okay, das sieht doch gut aus. Ein asozialer Sprung, der nicht wirklich asozial ist. Na scheiße, das war doof. Ich werde die eine Münze, die da unten drin ist, erstmal auslassen. Weil das wäre echt ein Ding, wenn ich die jetzt echt, wenn es auf die dann drauf ankommen würde am Ende. Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Jetzt sind wir im besten Falle 87 Münzen? Jawohl. Ich könnte mir jetzt 88 Münzen holen, wenn ich die Münze da unten hole. Ja doch, wir kriegen die Münzen zusammen, wenn wir jetzt nicht sterben. Das ist ja eine logische Voraussetzung, dass wir nicht sterben irgendwie. Da unten war nämlich noch ein Buhu. Da habe ich aber noch nicht genug Münzen. Scheißdreck. Boah, hier kriegt man richtig Herzklopfen bei dem Scheiß. Was geht? Gut. Dann töten wir dich nochmal eben schnell. Einfach nur aus komfortablen Gründen. So, hier landen. Wow, ich dachte gerade, ich springe da vorbei. Sah nämlich echt gerade knapp aus sogar. Da hätte ich mich geärgert, aber ein bisschen hätte ich mich geärgert. So. Wow, war das eine schwere Geburt. 100 Münzen in Gloomy Garden. Bams! Ach ja. Nö, Exit Course. So. Damit hätten wir echt bisher, was wir machen können, alles hier unten abgeschlossen im Untergeschoss. Alles, 100%. Das heißt, wir können dann jetzt endlich hochgehen. Go. Ja, das ist natürlich ein schöner Bug, dass er zu weit rechts steht. Ja, genau. Ich weiß nicht, welche Welt von den beiden jetzt chronologisch als nächstes kommt, aber ich würde sagen, ich nehme als erstes die Schneewelt, weil die Schneewelt mag ich mehr, aber ich glaube, die Schneewelt kommt nicht als nächstes, oder? Kurs 10. Nein, sie kommt nicht als nächstes, aber jetzt nehme ich sie jedenfalls erstmal als nächstes. Tut mir jetzt voll leid und so. Gut. So. Okay, das war jetzt nicht so komfortabel. Ja, okay, Moment. 14 machen wir eben. So wie eben, sagte ich. Hieß in dem Fall, dass ich so mache. Hier eben drauf stehen bleib. So. Und du könntest bitte sterben. Dankeschön. Gut, dann haben wir jetzt eben diesen Stern, den es da unten gibt, wenn ich jetzt nicht fail. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Zack, geschafft. Der Stern ist mehr oder weniger geschenkt. Nur hochkommen ist ein bisschen, ja, ein bisschen Challenge, aber das geht. Damit hätten wir den 43. Stern geschafft. So, rein da. Das wäre der dritte gewesen eben. Ich mache die Sterne sowieso mal in der Reihenfolge, wie es mir gerade einfällt und passt. So, dann gehen wir jetzt erstes hier lang. Würde ich sagen. So. Böser Schneemann, böser Schneemann, böser Schneemann, böser Schneemann, schieß böser Schneemann. Das ist der Schneemann auf Doom, ich nenne ihn Manfred. Ich den Namen Manfred mag. So. Du Scheiße. Ja, wie gut. Komm ich hier bitte richtig rüber? Ja, chill, chill. Epic. Okay, das ging schnell. Boah, ich mache mir mal viel zu viele Gedanken, wenn ich irgendwas sehe. Weil letztendlich geht's dann so einfach. Das finde ich auch nicht unbedingt schlecht. Ist eigentlich ganz. Ja, doch, ist ganz gechillt meistens. So.
Gehen wir gleich wieder rein, weil die Welt so schön ist mit Pinguin-Invasionen. So, jetzt gibt's eigentlich den ersten. Aber wir werden jetzt nicht den ersten machen. Wir werden jetzt einen mehr oder weniger gemeinen Stern machen. Bei dem man sehr gut springen muss. Okay, jetzt muss man insgesamt bei 100 Münzenstern auch. Weil man da viel springen muss. So. Jetzt müssen wir dich benutzen, mein Lieben. So, hier ist ein Pfeil, seht ihr? Ja, epic. Geil, wir haben es geschafft. Sehr schön, Mario. Ist eigentlich schwer zu finden, man muss nur da einfach mal aufs Haus da. Und dann habe ich es auch beim ersten Mal spielen. Habe ich gesucht, muss ich zugeben. Aber es ging eigentlich. Es war echt okay. So, aber jetzt endlich die erste Mission machen. Nämlich den bösen... Ja, Epic Fail, den bösen Boss, den ihr gleich sehen werdet. Besiegen. Der ist wirklich... Wow, hat der echt gepasst. Alter, was ist hier momentan los? Was ist hier momentan los? Ich weiß es echt nicht. Aber wenn ich das hier sehe... Ich weiß nicht. Ihr seid mal gefragt. Mögt ihr Schnee? Oder findet ihr Schnee zum... Mäusemelken? Ich weiß es ja nicht. Das ist hier eine Frage an jeden, der diesen Part guckt und diese Stelle hier gerade hört. So, hier oben ist der Boss. Das Problem hier ist nur... Ich weiß nicht... Hä? Hat er sich geglitscht? Boss? Ach so, er ist runtergerannt. Ja, okay, so kann man es natürlich auch machen. Oh, Suizid-Bimbo, ich glaube es nicht. Was ein Honk. Naja, okay. Halb so wild, würde ich sagen. Halb so wild. So, Lost Penguin, okay. Ich habe bei dieser Mission beim ersten Mal spielen auch ewig nach dem Penguin gesucht, aber ist er nur hier. Man muss nur hier diesen fucking Weg zurückgehen am Anfang. Das ist wohl echt nicht zu viel verlangt, aber ich habe ewig gebraucht, um das... Oh, jetzt habe ich zwei Leben auf dem Gewissen. Scheiße. Oh, okay, gut. Wir müssen erstmal hier ordentlich an die Füße fassen und das jetzt mal hinkriegen, bitte. Weil wenn ich diese Mission geschafft habe, dann bin ich auch für diesen Part schon wieder zufrieden, würde ich sagen. Vor allem, weil ich zwei sehr schwere Missionen geschafft habe. Hier Gloomy Garden, 100 Münzen und den anderen Scheiß hier, die erste Bowser Stage. Das sogar sehr schnell, also das war... Pinguin, du wirst jetzt nicht Suizid... Pinguin? Pinguin? Shy Guy? Das erste Mal in diesem Spiel sind wir Game Over gegangen. Dann seht ihr mal, wie das Game Over Screen Tell aussieht. Das ist... der Tod, kann man sagen. Das ist hier die Hölle, der ewige Abgrund. Und wenn man dann hier bis zum Ende läuft... Da ist man wieder bei Mario Star Road Bildschirm, bla. Gut, zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Back to the game. Baby. So. Ich überlege gerade, ob ich das mit Lost Penguin jetzt noch mache oder ob ich in eine andere Welt kurz reingehe und einen Stern eben noch hole. Aber einen Stern möchte ich in diesem Part jetzt tatsächlich noch holen. Ich meine, dafür, dass es schwere Sterne waren in diesem Part, bin ich eigentlich zufrieden dafür, dass wir 6 Sterne bekommen haben. Aber eigentlich mag ich es nicht, nur 6 Sterne zu bekommen in einem Part. Es geht viel mehr. Man kann viel mehr schaffen. Oh ja. Muss ich jetzt noch... Boah, das war knapp. Der Shy Guy ist böse. Ich mag den nicht. Junge, ich mag dich nicht. Pinguin, du begehst bitte nicht Suizid, so wie der Boss eben. Alter. Danke. War es endlich mal möglich zu sterben? Ich glaub's nicht. So. Da beherrsche ich diese Lost Penguin-Mission. Ja, genau deswegen. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Oh, verdammte Kacke. Das belastet mich jetzt schon leicht, aber... Was soll man machen? Ich weiß es nicht. So. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in diese Welt hier rein, oder? Ja, doch. Checkt schon, würde ich sagen.
Welt 8, warum auch immer die hier alle so hohe Zahlen haben. Leute, und das Dance ist fucking shit. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den ersten Stern hier dieser Welt, nämlich mit einem kleinen Boss. Aua. Oh, das tut weh. Ich kann so viele Bäume essen, wie ich will. Da ist nichts, was du dagegen tun kannst. Du bist ein Böser. Ah, auf, oder ich werde dich dazu bringen, aufzuhören. Ja, genau. Toll. Du bist ja echt, oh, geil. Da stehe ich total drauf auf solche dominanten Raupen. Egal, wir gehen wieder rein, würde ich sagen. The big bug problem. Ja, ich habe auch ein paar Bugs. Und erstmal direkt dir ins Gesicht. So. Dudut. Dudutu. Mama, mama, mama. Und wir sind übrigens bald in der schwersten Welt angekommen in diesem Spiel. Ja, bla, hatten wir schon so viele Bäume, wie du willst, du Spast. Ich bin auch gerade auf dich aufgesprungen. Geht doch. Ah, bla, ich werde dich stoppen, du Fuck, Fick, Fuck, Fotze. Tut mir voll leid. Oh, lass es, hör auf, mein. Oh, mein Kopf fängt wirklich an weh zu tun, bla. Ich gebe dir den Stern, tschüss. Piercing. Ja, was zum Teufel. Egal. Damit kriegen wir den Stern. Ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Part. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt diesem Part einen hoch. Einen hoch. Oh Gott, einen Daumen hoch. Zum Unterstützen. Und kommentieren kann nicht schaden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.